So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Cosmo Tier. Ich muss mit euch da nochmal drüber reden. Ich habe in der Zwischenzeit, ich glaube Freitag kam das Video, letzten Freitag, jetzt habe ich übers Wochenende, nochmal so 22 Stunden reingeknallt in den Lachs. Nee, jetzt nicht nur am Wochenende, also das, ich habe das ja schon, ich glaube am 25, ich habe es jetzt... Hey, ist in Ordnung, ja, hier, 25. hatte ich es aufgenommen, wir sind jetzt heute da, 22 Stunden, also es ist noch im Rahmen, aber es ist auch sehr, sehr geil, also, ich habe jetzt alles verstanden und es ist so nice, es ist genau das Potenzial, was ich schon erkannt habe, weil ich bin ja crazy, es ist noch krasser, also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, grundlegend, dieses Spiel ist auch ein bisschen... Also wäre ich ein Daily Streamer, würde ich das jeden Tag gerade streamen. Das ist gerade mein Schiff. Schaut mal. Das ist mein Schiff. Das ist jetzt natürlich ein bisschen größer geworden. Und es ist quasi ein Todeslaser. Ich hatte bis gestern noch so ein fettes Kanonenschiff. Einfach das, was wir letzte Folge schon angefangen hatten zu bauen, mit, ich glaube, 3 Kanonen. Ich habe da einfach 8 der heftigsten Kanonen nebeneinander gesetzt, dahinter Schildgeneratoren. Das Ding war mega effektiv, aber halt sah mega hässlich aus und war nicht... Habe ich nicht gefühlt. Deswegen habe ich das jetzt gebaut. Ich präsentiere MS Spandau. funktioniert folgendermaßen. Ihr seht ja diese Prismen. Wenn in einem Prisma 2 Strahlen reinballern, kommen heftigere raus und es geht dann immer so weiter. Ja, es ist einfach einfache Mathematik. Wohl bitte. Und damit rasiere ich halt nichts, leider. Aber es ist cool. Ich muss das nochmal anders anpassen. Anyway, das ist so ein bisschen mein Schiff gerade. Ich bin jetzt hier auch deutlich weiter mit Crewmanagement und Logistik. Kann ja aber auch noch vieles verbessern. Aber mir fehlt gerade der Zaster, wie ihr seht. Ich bin wirklich bei Null. Aber allein das Schiff ist halt... Was ist das wert? Ich kann mal in den Baumodus gehen. Was ist... Das habe ich jetzt noch nie probiert. Wenn ich das jetzt alles abreißen würde... Ja, allein 96 Uran. Das sind ja 96.000 schon. Oder sogar mehr. Ja, ich sehe jetzt hier keinen Preis. Wobei, ich glaube, wenn ich... Also theoretisch, wenn ich alles auswähle... Ja, dann sehe ich hier die Ressourcen, was das kostet, aber nicht, wie viel Kohle das wäre. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, im Grunde ist so, man hat diesen Todeslaser und hier draußen habe ich so ein bisschen Raketenabwehr. Also ich habe hier, ne, diese Flakbatterien, die ballern halt auf heranfliegende Raketen und Schildgeneratoren. Ich habe das hier sehr abrupt abgeschnitten, es ist super anfällig gerade, aber ich habe halt keine Kohle, es ist gerade so gut, wie es gerade geht. Hier kann ich super viel Panzerung noch bringen und das hier einfach noch weiter projizieren. Duplizieren. Multiplizieren. Mathe, Mann. Ja. Darüber hinaus. Ich mache Pause. Ich befinde mich gerade in der Alpha Apriatins Galaxie. Wir sind letztes Mal hier gestartet. Repanuco. Ne, das war so Widerstand der Randsysteme. Die sind übrigens auch hier unten. Das ist auch alles Widerstand der Randsysteme. Und das hat Gefahrenstufe 1 bis 3. In der Zwischenzeit bin ich privat hier durchgebraust, habe alle Quests gemacht, hier durchgebraust, habe alle Quests gemacht und befinde mich jetzt hier. Das ist übrigens die erste Galaxie, welche im Einflussbereich der Monolith Cooperative Kooperative. Also, das ist ja heftig, ne? Und hier ist Gefahrenstufe 10 bis 12. Und ich kann euch sagen, mit jeder höheren Gefahrenstufe ist das Spiel wirklich deutlich knackiger. Einfach dadurch, dass... Also, die Quests sind sehr ähnlich leider alle. Aber das ist cool insofern, dass sie immer schwerer werden und eigentlich anders werden, weil... Also bislang, keine Ahnung, was da noch für Quests kommen, weil hier ist Gefahrenstufe 16 bis 18, das wird richtig heftig. Anyway, man kann, glaube ich, auch ein Universum größer generieren lassen, hatten wir ja Anfang der letzten Folge, dann geht das vielleicht noch heftiger. Aber
ist cool, auch wenn es die gleichen Quests sind, weil die Gegner bauen immer, also die kommen mit immer heftigeren Raumschiffen. Die, es ist so eine krasse Scheiße, was da einem begegnet. Das ist sehr heftig. Und ich habe mehrere Schiffe. Denn, wenn man hier, würde ich jetzt bei dem Lütten hier, das ist so eine kleine defensive Plattform als Teil der Station, würde ich da hier den Reaktor abknallen, dann wäre das ja Game Over, dann könnte das nicht mehr machen, nichts mehr machen, könnte sich nicht mehr bewegen, hat keine Energie mehr und hat damit verloren den Kampf. Normalerweise würde ich es dann schrotten, komplett abbauen, mir die Ressourcen aneignen und so weiter. Was man aber auch machen kann, das habe ich dann entdeckt, man kann hier bei seinem Schiff, die MS Spandau, auf diese Punkte, auf diese Balken hier klicken und dann Crew entsenden. Und dann kann ich, ne, wenn ich ein Schiff geplättet habe, kampfunfähig gemacht habe, dann ist es auch hier auswählbar. Dann schicke ich die darüber und dann ist das anwählbar und ich kann es genauso wie hier komplett reparieren und wieder fahrtauglich machen. Das heißt, ich habe hier unten gerade mein Lager quasi fliegen. Also, das ist jetzt gerade auf Pause, weil ich habe gar kein Geld gerade, um das Projekt hier irgendwie weiterzufahren. Aber im Grunde ist es so, hier speichere ich alle hochwertigen Ressourcen. Also, ihr seht, wer sich vielleicht schon ein bisschen auskennt, es haben sich ultra viele Spiel gekauft. Ich habe gesehen, bevor ich das Video released habe, gab es so ein paar internationale Streamende, die halt das auf Twitch gestreamt haben, habe ich so reingeschaut, weil mich halt interessiert hat, was so deren Knowledge ist und was ich mir davon aneignen kann. Und dann, als mein Video rauskam, gab es richtig viele kleine deutsche Streamer, so mit 20 Viewern oder so. Und da habe ich da auch reingeschrieben ab und an. Die, es ist halt krass. Also, ist schon cool, wenn man irgendwie, ja, so zumindest in der deutschen Community solche Spielen halt dabei hilft, so Fuß zu fassen und die Leute auch begeistert. Das ist ja übel Win-Win. Das ist ja so nice. Für mich ist ja auch geil, weil auf einmal sind hier deutsche Multiplayer-Räume offen und so. Anyway, das ist quasi ein Schiff, wo ich plane, dass das einfach meinem Hauptschiff nur hinterher fliegt. Man kann auch so Formationen einstellen, wie die fliegen und bla, ist heftig. Und die schießen dann auch automatisch und helfen einem. Aber ich habe gesagt, das hat keine Waffen. Vielleicht später ein paar, aber anyway. Ich habe hier diese Bergbaulaser. Das heißt, dieses Schiff ist nur dafür da, entweder Asteroiden oder besiegte Schiffe abzubauen, die Ressourcen sich einzuverleiben und mit Hilfe von Fabriken die Ressourcen hochwertiger zu gestalten. Ne? Stichwort Wertschöpfungskette. Also wenn ich zum Beispiel super viel Schwefel abgebaut habe von einem Asteroiden und ich habe eine Munitionsfabrik, dann wird der Schwefel umgewandelt in Munition, die nicht unbedingt, glaube ich, teurer ist, oder? Aber gerade für spätere Ressourcen, Hyperspulen, Tristahl, Diamanten, Nuklear, Urananreicherung, Prozessoren, da macht es halt Sinn. Ich habe jetzt hier schon eine Diamantschmelzerei und eine Tristahlschmelzerei. Guck mal, allein die ist 65.000 wert. Also ich habe schon investiert. Ja. Und das habe ich, weil ich habe gemerkt, mein Hauptschiff, das wird irgendwann zugemüllt, weil diese ganzen Prozessoren oder die hochwertigen Materialien, die will ich nicht verkaufen, weil wenn ich mal was Heftiges bauen will, dann brauche ich die, denn man kann oft bei Stationen, also die haben die hochwertigen Materialien einfach nicht vorrätig. Ist insane. Und deswegen wird das so mein Lager- und Abbauschiff. So, jetzt habe ich ja gerade erklärt, man kann, guck mal, was die hier, das ist übrigens das, die nächste Fraktion, Centauri Imperium. Abgespacede Scheiße, oder? Das ist eine Station von denen. Okay, jetzt habe ich gerade gestern Abend hier unten, ihr seht, also das war ein wilder Fight. Hier sieht man so ein bisschen die Kampfbahn. Dieses Schiff besiegt. Ist jetzt meins. Ich wollte es unbedingt haben, weil das war so krass. Das war ein neues Schiff, dem ich begegnet bin. Ich bin jetzt hier in der Galaxie noch nicht lange. Oder, nee, es ist ein Sonnensystem, ist gar keine Galaxie, oder? Anyway.
Das war mega krass. Ich habe da zwei Leute reingeschickt. Denn, ich kann das hier mal zeigen, man kann das jetzt einfach Linksklick anwählen. Und dann kann ich in den Baumodus gehen, genauso wie bei meinen anderen Schiffen auch. Hier sind jetzt einfach nur zwei Leute, einfach nur damit das in der Kommandozentrale besetzt ist. Und das kann sich aber nicht mal bewegen, weil der Reaktor nicht repariert ist. Hier ist ein kleiner Reaktor. Hab einfach nicht genug Knete gerade. Aber theoretisch ist mein Plan, ich repariere das so wie es ist. Ich fand das mega cool und park das dann an einer sicheren Station. Hier ist es recht angreifbar, weil wenn hier ein Piratenjäger vorbeikommt, aber so lange lagert das da jetzt. Im Zweifel wird es zerstört, dann habe ich nicht viel verloren. Zwei Crewmember sind weg, okay, die kann ich immer neu rekrutieren. Warum ich das so geil fand, das hat mir richtig Probleme bereitet. Ich war mit meinem neuen Laserschiff unterwegs. Und beim Laser ist es so, er hat halt abnormal viel Reichweite. Viel höhere Reichweite als Kanonen zum Beispiel. Aber dieses Schiff ist rangebraust und hat hier so einen Traktorstrahlermittler. Ich weiß nicht, ob euch Traktorstrahl was sagt, vielleicht von Star Trek oder Star Wars oder so. Oder andere Science-Fiction-Serien und Filme. Traktorstrahl ist quasi ja ein Strahl auf den Gegner oder Gravitationsstrahl oder so. Der zieht oder drückt was zu einem hin oder weg. Und auf einmal kommt dieser Traktorstrahl zum Einsatz und zieht mich komplett ran und zwar auch so schief und ich kann mich gar nicht wehren. Und dann war mein Laser nicht gut ausgerichtet, weil ich muss ja quasi bei meinem Schiff die ganze Zeit gucken, dass der Laser richtig ausgerichtet ist. Weil das ist ja, guck mal, hier ist quasi der Strahl. Ich kann den ja gar nicht so sehr neigen oder dass sich das irgendwie dreht. Weil ich habe extra so einen langen, dünnen Gang gemacht, damit der nicht so angreifbar ist. Wäre das eher so ein Trichter, würden da viel mehr Hits reintreffen. Ne? Aber genauso war dann das Problem, ich war nah dran und auf einmal geht der Laser hier nur in die Richtung und ich treffe hier nichts Wichtiges. Ja, und meanwhile ballern die ganzen Kanonen in mich rein und hier flack. Und hier außen sind so Raketenwerfer. Das heißt, der hat aus der Seite die Raketen gejietet. Die fliegen dann so im Bogen und ballern mir hinten rein ins Gesäß. Das war voll heftig. Also das war ein richtig ekliges Schiff. Kann sein, dass es aber auch nur gut war, weil ich gerade hier so dieses Schiff halt habe. Aber da habe ich gemerkt, ich brauche mehr als nur diesen Laser. Oder es ist dann irgendwann, wenn man später eine ganze Flotte hat, ein Begleitschiff. Was von hinten schön in Ruhe ballern kann. Ja, crewmäßig ist es sehr interessant, das muss ich euch noch erklären. Weil, ne, warum sind da jetzt zum Beispiel nur zwei Leute drauf? Also generell ist es ja so, das haben wir ja letztes Mal schon gemerkt, wir haben diesen Ruhm. Und umso mehr Ruhm wir haben, umso mehr Leute kann ich rekrutieren. Das heißt, gerade kann ich sogar wieder rekrutieren. Ich habe wenige gerade auf dem Schiff. Ich kann noch 18 mehr anheuern. Genau. Aber man hat quasi ein Gesamtcap. Und das kann man auf alle Schiffe, die man hat, aufteilen. Es wird einem leider hier auch, also es wird einem, ich habe noch nicht entdeckt, wo einem das gut übersichtsmäßig angezeigt wird in Bezug auf die ganze Flotte. Weil wenn ich das einfach nur von diesem Schiff wissen will, ja gut, dann gehe ich auf Personal und dann steht das links unten. So wie viele Betten ich habe und wie viele Crewmember auf dem Schiff sind. Aber ich weiß leider nicht, wie das in Bezug auf, vielleicht wenn ich alle anwähle? Naja, also mir fehlt so eine Gesamtübersicht, wie viel Crew ich insgesamt haben kann durch meinen Ruhm. Das erschließt sich mir noch nicht so. Aber grundlegend ist es halt so, ne, ich schicke was von meinem Hauptschiff auf neu besiegte Schiffe, repariere die und rekrutiere dann hiermit nach. Ja. Okay. Also, wir können mal ein bisschen weitermachen. Ihr seht, ich habe sehr viele Aufträge. All diese Sternchen sind quasi Aufträge, beziehungsweise diese markierten Zielgebiete. Es sind unterschiedliche Quests. Ich kann noch was entdecken. Und das will ich alles abarbeiten. Mein Ziel ist es gerade, wieder ein bisschen flüssig zu werden. Das heißt, ich will Missionen machen, aber ich will auch viel Gegner besiegen, ohne viel Schaden zu erleiden und die dann abbauen.
Und dann will ich auf der einen Seite das Ding nochmal richtig schlagfertig machen. Das heißt, hiervon mehr an der Seite. Vielleicht nochmal das Doppelte. Und auch an der Seite natürlich mehr Schutz aufbauen und so. Ja, genau. Und ich merke gerade, ich brauche Schwefel. Die haben keine Munition. Gedacht ist es so, dass... Das sind ja Flakbatterien, hatte ich schon erklärt. Die werden Raketen ab. Dass ich hier Lagerräume habe mit Munition und Munitionsfabriken dahinter geschaltet. Ist jetzt hier so in der, bei der ersten ein bisschen awkward, weil hier halt dieser ja, Schubdüsen-Radius noch ist. Da kann ich eigentlich, da kann ich nichts Größeres hinsetzen. Okay, das heißt, ich kaufe einmal Schwefel. Hoffentlich haben die Schwefel. Ansonsten kaufe ich Munition. Ja, aber ich habe ja kein Geld. Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich was verkaufen noch. Aber ich glaube, ich bin wirklich komplett Ja, ich könnte hier ein bisschen was verkaufen. Hyperium. Das kann ich verkaufen. Das war es auch schon. Uran kann ich verkaufen. Wobei, das will ich eigentlich... Ach, ich kann mit meinem... Ich kann natürlich hier was verkaufen, ne? Ich brauche mal ein bisschen Geld gerade. Genau, ich kann ein bisschen Triebstahl... Guck mal, da habe ich 200. Ja, da verkaufe ich ein bisschen was. So. Und aus Kohlenstoff wird Diamant. So, die verkaufen das. Sehr gut. Okay, dann kriege ich hier ein bisschen Money. Und dann kaufe ich mal ein bisschen Schwefel. Und daraus wird schon gut Munition gebaut. Ich kaufe aber auch noch ein bisschen Munition selber. Ich meine 100er Schritten. So. Einfach damit wir jetzt ein bisschen starten können. Du kannst mal ein bisschen näher fliegen. Ich habe eigentlich Hotkeys, dass ich die Zeit schneller machen kann, aber hier im Büro jetzt nicht. Na gut. So, das heißt, die liefern jetzt schön Munition an. Sehr gut, da werden die Lager gefüllt. Schwefel wird angeliefert. Das heißt, die Fabriken werden bespielt. Oh, das ist nicht gut. Warte mal, wie kann das sein? Nee, wait. Ist hier, sind hier Operator drin? Ja. Nee, sind nicht. Aha. Dann machen wir nicht. Dann... Vielleicht der noch. Ja. Und die sind anscheinend auch... Ja. So. Ich habe eine Gruppe erstellt. Das sind die blauen Leute. Die sind nur dafür da, dass meine... Das hier auch weird. Das soll auch nicht sein. Naja, die sind nur dafür da, dass alle Gerätschaften besetzt sind. Die haben gar keine anderen Aufgaben. Das stellt dann halt sicher, dass ich immer ready bin mit allem. Bei so viel Crew kann man das machen. So, hier wird irgendwie keine Energie angeliefert. Why? Das gefällt mir auch nicht. Energie? Das war irgendwie noch nicht eingestellt. Okay. Gut. Sollte jetzt aber gehen. Ja, da kann ich hier eine Tür bauen. Dann ist das auch effektiver. Und die kann weg. Das kann auch weg. Und dann kann hier nochmal ein bisschen... Ah! Nicht spiegeln. So. Ich muss sagen, ne? Habe ich schon gesagt? Ich bin mittlerweile in der Steuerung mega drin. Also... Auf einem guten Niveau. Achso, weil die gerade alle... Ja, ich bin gerade auf einem guten Niveau. Macht dadurch auch viel mehr Spaß, weil man viel mehr die Kontrolle hat. So, ich spule mal vor, dass sie hier fertig werden. Super. Okay. Ja, kümmert sich jetzt hier oben niemand mehr um die Energie? Also, hier passt vorne und hinten gerade nicht. Was, also, was soll das denn, Leute? So, und ihr? Genau. Bringt doch den da oben mal bitte ein bisschen Energie. Warte mal. Die... Könnten doch... Ja, aber die sind ja schon busy. Bin gerade nur ein bisschen... Okay, das passt.
Ja, da brauche ich mehr Crew. Ich habe ja, die sind alle leer, weil ich keine Crew habe. Ich könnte mal Crew kaufen, genau. Ich muss gerade ein bisschen wieder das alles in Schuss bringen, ihr merkt es. So, ich kaufe ein bisschen Crew. Ich habe einfach gerade das Problem, dass oben bei meinen Schildgeneratoren an der Front nicht genug Leute sind, dass das ordentlich beliefert wird. Okay, wir sind ready, soweit. Dann probiere ich mal, ich speichere jetzt mal. Dann probiere ich mal, ob wir jetzt was schaffen. Weil ich brauche jetzt dringend Ressourcen. Also, was haben wir hier? Abtrünnigen Paketkopfgeld ist. Also, Paketkopfgeld ist immer eklig, weil das sind mehrere. Das sind, das sind hier jetzt schon so 6 Schiffe. Und gerade, ne, mein Schiff ist sehr anfällig. Die flankieren mich, dann war es das. Hier, da ist normales Kopfgeld. Da fliegen wir jetzt hin. Was ist dein Problem? Hä? Warum bewegt es? Hä? Warum? Was ist gerade los? Ich hab. Oh mein Gott, ich habe nicht genug Kommandopunkte? Das Ding ist nicht besetzt. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum ist es nicht besetzt? Oder wie? Oder was? Hä? Warum, also erstmal, warum sind da rote? Und warum hat es keine Energie? Versorgt das bitte mit Energie. Oh Gott! Okay, jetzt haben wir's. So, dann können wir jetzt auch los. Ja, ich habe eigentlich Hotkeys so für Tempo anpassen. Ja, das Ding ist schon geil, oder? Also wie das hier lang ballert. Das ist nice. Okay, hier sind jetzt noch zwei Operatoren am Start. Fehlen mir irgendwo welche. Da ist ein roter Dude. Das soll eigentlich nicht sein. Okay. Könnte ich theoretisch sagen, du gehst da bitte noch. Aber es sollte ja eigentlich automatisch passieren. Du könntest da noch heilen, ja. Ja, da flitzt er los. Er hier. Oder sie. Okay. Oh, wir haben hier unbekannte Signale. Da gehen wir mal hin. Weil das ist auch immer eine Quest. Dass man quasi diese Sonnensysteme erkunden soll. Guck mal, hier ist ein fetter. Ja, das ist abtrünnigen Paket hier. Guck mal, was die hier haben inzwischen. Das sind Nuklearraketen. Das ist das heftigste Raumschiff, was hier rumfliegt. Also die machen mich fertig. Da muss ich mal gegen zwei. Ich hab's nicht hinbekommen. Was ist das hier? Gold, ne? Genau, das markiere ich mal. Dass hier ein fettes Goldvorkommen ist. Goldvorkommen. So, und dann fliegen wir weiter. Abfahrt. Alter, ja. Oh, die kommen schon, oder? Weg hier. Oh Gott, wie viele sind das? 4, 8, einfach 10. Ich meine, die sind alle läppisch. Ey, lass mich in Ruhe. Aber ich bin auch gut schnell. Oh Gott, die sind schneller. Aha, hier kann man hyper. Oh. Dreht um. Ja, die drehen um. Wenn man eine gewisse Entfernung. Ach, ich glaube, das waren in der Summe so viele, weil hier auch das Asteroidenfeld geräumt werden soll vom Piraten. So, jetzt drehen die alle um, oder? So, unser erster Feind, Leute. Hier ist ein Piratenjäger, der dümpelt hier so ein bisschen rum. So, jetzt als erstes checken wir die Reichweite. Unser Schiff soll immer auf der Reichweite bleiben, dass der Laser, der rote Kreis ist die Reichweite vom Laser. Dass wir da auf Max-Range sind. So, wie sieht das aus? Okay. Der hat hier hinten Raketen- und Minenwerfer. Aber was wirft der denn raus? Was ist das? Der hat nur die beiden als Waffen. Oh nein! Oh mein Gott! Der hat zwei heftige Railguns. Weil die brauche ich einfach nur zu durchbetrennen. Dann war es das. Okay. Ich schalte mal den Laser an.
Let's go. Schneide rein, Schleiß frei. Komm, gib ihm. Okay. Passt. Oh. Meine Schilde halten, oder? Ja! Oh mein Gott, hat der reingeschissen, der... Jetzt aber da rein. Baller rein. Sehr gut. Und jetzt da. Einfach darauf. Kontrollraum. Mach den weg. Wie sieht meine Verteidigung aus? Die Schildgeneratoren sind eklig. Vielleicht mache ich die erstmal weg. Hier brauche ich echt mehr Leute. Okay, er ist tatsächlich kampfunfähig. Also, was schießen hier noch? Ach, das sind, glaube ich, die Generatoren, oder? Mach den jetzt weg da. Ja, ich brauche noch einen heftigeren Strahl. Vielleicht da drauf? Geht das besser? Ja. Oh mein Gott! So, jetzt gehen wir doch einfach auf den zweiten Reaktor und dann war es das auch. Hä, das war's, oder? Das war's, oder? Warte, hier fehlt einer? Ist einer rausgeflogen? Warum auch immer. Komm wieder rein, bitte. Zack. Ich habe letzte Mal einen übel verrecken lassen. War ganz witzig. Habt ihr auch alle witzig gefunden? So, Loot. Okay. Das lief doch einigermaßen gut. Wie sieht's denn aus? Ja, ich habe echt kaum Schaden bekommen. Alles reparieren. So. Und wir sammeln alles ein. Dann gib mal Gas, Leute. Also, ne, im Vergleich zur letzten Folge sind es schon deutlich krassere Raumschiffe und alles. Da wird alles abgebaut. Super. Dann das hier gern auch noch alles aufsammeln, ja? Macht mal. Da habe ich nämlich auch ein bisschen Zeug verloren, glaube ich. Ist halt übel geil, wenn man so viel Crew hat inzwischen. Oh, was flog denn da lang? So, das war's. Alle wieder an Bord. Dann... Ach ja, scheiße. Ich habe aus Versehen eben im Kampf meine Kamera gedreht. Und ich habe den Hotkey vergessen, wie man das zurücksetzt. Das hatte ich, das Problem hatte ich die Tage auch schon. Weil mit STRG F machst du halt schnelle Ansicht auf den Gegner und wenn ich Alt F drücke, mache ich so die Kamera, stelle ich die so ein, dass sie quasi nicht mehr nach Norden ausgerichtet ist. Der Fokus ist dann einfach... Aber ich erinnere mich auch, ich habe das hier gar nicht gesehen gehabt. Drehung zurücksetzen. Ist es das? Ja, okay. Okay, so, sorry, muss ich einmal kurz gucken. Hier ist das Goldvorkommen. Genau, hier ist jetzt einzelnes Kopfgeld. Da knall ich jetzt rein. Ich habe einfach alle Quests angenommen, ihr seht es. Zerstöre Piratenbasis. Nee, das ist zu tough, glaube ich. Wobei, mit Laser ginge das ganz gut. Okay. Wir fahren ein bisschen weiter westlich. Nicht, dass die hier wieder angeeiert kommen. So. Haben wir alles repariert, ne? Ja. Gut. Ja, dann mal ran. So, wir gehen wieder auf maximale Reichweite. Und gucken mal, was da ist. Aha. Okay. Sehr viele Kanonen. Sehr viele Schildgeneratoren. Aber wenn ich den hier ausknips, kann ich eigentlich komplett durchbrettern. Mach ich mal an. Ich mach das immer manuell.
Oh, der hat Scheiße gebaut. Der hat Scheiße gebaut, der ist gecrashed. Und da vielleicht? Der hat richtig Scheiße gebaut. Der ist gegen den Asteroiden gecrashed. Jetzt nehme ich seinen Kontrollraum los. Oh no! Okay, dann alter Plan. Ja, seine Kanonen schießen halt noch nicht so richtig schön. Jetzt habe ich das Problem, ne? Der Laser ist nicht sehr aus... Also der ist nicht gut... Wie sagt man das? Sehr schwer, den auszurichten, weil ihr seht schon, der kommt hier an seine Grenzen. Also sprichwörtlich an die Grenze. Der gibt hier schon auf der rechten Seite Vollgas, dass er sich dreht. Oh mein Gott. Aber er richtet auch sehr viel Schaden an. Bitte dreh dich. Dann gib mal Gas hier. Ja, einfach zersäbeln. So ist gut. Oh Gott, hier kriege ich richtig Schaden. Scheiße. So, das war's. Okay. Ausschalten. Ich hab das ist das Problem. Ihr habt es gerade live mitbekommen, ne? Der Laserstrahl. Aber umso weiter ich es halt öffne, theoretisch könnte ich den weiter vorne anbringen. Weil wenn hier was reinfliegt, ist eh over. Ich habe ja hier die ganzen Schildgeneratoren, dass hier nichts reinfliegt. Ja, ich könnte ihn weiter nach vorne setzen. Ach du Scheiße. Okay. Hier repariere ich mal alles manuell. Okay, ein Schildgenerator kann ich nicht reparieren. Okay. Kommt der auf mich zu? Nö. Das ist einfach hier nur Asteroidenfeldräumen, ne? Okay. So, dann macht mal Randale. Und nimmt das auseinander. Das ist sehr nervig. Das... Oh Gott, der kommt genau auf mich zu. Okay, kommen alle wieder rein, Leute. Mit R kann man sich auf der Stelle drehen. Wir schalten mal den Laser an. Mal sehen, ob wir den schaffen. Was ist das für einer? Ach du Scheiße. Raketen sind immer ganz schlimm. Vor allem, ich habe keine Munition. Ach du Scheiße. Und der hat zwei Deckkanonen. Okay, ich glaube, das verliere ich. I mean, I can try. Das ist immer der Fehler. Okay. Aber er hat keine Schilde. Okay, oh Gott. Also, die Deckkanonen malen mich richtig lang. Schieß einfach. Schieß einfach. Das war's. Okay, das war too much. Weil, also ne, hätte ich meine, wäre alles in Schuss gewesen, hätte ich genug Munition gehabt für die Dingens. Wie viel haben wir? Vor 5 Minuten. Das geht. Ja. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße? Das sag ich immer. Aber ja, da habt ihr das so quasi gesehen. Das ist so, da komme ich wirklich ans Limit mit dem Schiff. Ich glaube, genau, ich probiere jetzt mal das Ding nach vorne zu setzen. Oh. Ne, mach mal. So. Dann werden die beiden neu ausgerichtet. Okay. Weil dann habe ich den Winkel schon ein bisschen besser. Also ich meine, bislang wurde das Prisma noch nie getroffen. Ich könnte es auf die Spitze bringen, bis es irgendwann mal getroffen wird. Weil erst dann ist es ja ein Problem. Aber eigentlich will ich es auch nicht so weit kommen lassen. Das heißt, ich könnte hier das Meer öffnen, aber eigentlich brauchen wir auch die Shit-Generatoren Schutz. Ja, also
So ein Beamschiff ist so eine Sache. Ihr seht's. Deswegen, also die simpelsten, also womit ich flexibler war bislang, war halt wirklich volle Kanne, Kanonen, dann wahrscheinlich sowas wie ein Traktorstrahl. Ach du Scheiße, ja, der crasht doch wieder dagegen. Nee, crasht nicht, schade. Gut, dann geh einfach voll auf das. Toll, und jetzt einfach auf den. Okay, die Kanonen kommen langsam durch die Schilde. Aber ich habe ihn. Ja, okay, ich habe wieder aufs Maul bekommen ein bisschen. War ein Damage Race, ne? Mach mal aus jetzt. So. Aber ich habe nicht so viel, glaube ich, wie letztes Mal auf die Schnauze bekommen. Das lief jetzt besser. Aber ich habe keine Diamanten, deswegen kann ich den Schildgenerator nicht reparieren. Das ist mies. So. Wenn der jetzt gleich wieder auf dem Radar auftaucht, hau ich ab. Ah, okay, der ist da. Okay. Dann kommen wir alle wieder rein. Ne, der fliegt vorbei, oder? Ja, er fliegt vorbei, easy. Dann bleibt da, alles cool. Abbauen. Oh, das nicht. So. Perfekt. Weiter geht's. Dann sammelt mal alles ein. Ich brauche nämlich Ressourcen. Maschallah. Ja, aber theoretisch hätte ich jetzt auch auf diesen mickrigen Kackrest Leute von mir entsenden können. Damit die dann... Nee, ihr sollt auch Munition einsammeln. Kann man einstellen. Damit die dann das Schiff besetzen. So, hier pumpe ich mich voll mit Munition. Das ist geil. Munition brauche ich. Sehr, sehr gut. Und hier war ein Raketenteil? Nee, okay. So, jetzt tatsächlich, weil ich 1700 Eisen, Stahl habe, kann ich ein bisschen meine Defense verbessern. Und zwar einerseits hier gegen Raketen. Spiegel ich? Ja, gut. So, und natürlich hier. Und dann kann ich das noch ein bisschen hübscher machen. Gut. Ja, wenn hier was reinfliegt, wäre natürlich auch doof. Aber ich will natürlich auch nicht zu viel anbringen, weil dann wird das Schiff schwerfälliger. Ne? Ja, eigentlich müsste ich das alles ein bisschen nach außen setzen, damit ich diese Kabinen hier schütze. Aber die sind auch schnell repariert. Aber ich verliere dann, glaube ich, immer Crew. Das kostet auch, oder? Hm. Gut. Dann sammelt mal alles auf und wenn ihr es getan habt, können wir auch zurück und mehr Crew kaufen. Oder wir gehen jetzt nochmal einen Kampf ein. Weil, ja gut, der eine Shit-Generator fehlt. Es kommt halt drauf an, was das immer für ein Gegner ist, ne? Ich speichere mal und probiere es. Wir greifen mal an. Wir greifen mal an. Laser an. Ja, der fliegt auf mich zu, der will Stress. Okay, mal gucken. Was zur Hölle ist das? Also, hier sind Nuklearraketen, das ist ein Riesenproblem. Ach, der hat hier auch, das ist auch ein Laserschiff. Guck mal, der hat hier Prismen. Krass. Oh mein Gott, das ist ja voll cool Design. Viel cooler als bei mir. So muss ich das auch machen. Hä? Und auch richtig smart hier mit den Shit-Generatoren vom LED. Das ist ja viel besser. Das muss ich mir abgucken. Also das hier ist ein Riesenproblem. Okay, mal gucken. Das wird spannend. Bitte, bitte, bitte. Ja, das war so wichtig. Ich schwör's euch. Jetzt vielleicht so ein Ding? Nee. Dann das? Du willst dich doch auch gerade ausrichten, oder? Ja, 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 ja. Jetzt wird gegeneinander gebeamt. Wie sieht's bei mir aus? Vortrefflich. Ich hab... Jawohl, das war's. Okay. Jetzt gehe ich einfach hier auf... Ja, wobei hier sind viele Generatoren. Oh Gott.
Also ich habe ihn jetzt schon quasi entwaffnet. Er hat nur noch einen Nuklearraketenwerfer. Der natürlich leistet. Komm, finish him. Nein, nein, nein. Dreh dich, dreh dich. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja, aber ist schon besser, ne? Ist wirklich schon besser. Okay, war gut. Hat die Nuklearrakete was angerichtet? Oder haben meine Schilde gehalten? Die haben tatsächlich gehalten. Krass. Oh, na gut. Ja, das war der Laser, ne? Okay. Alles wieder ein Schuss? Hä, woher habe ich jetzt einen Diamant? Ah ja, okay. Theoretisch würde ich das gerne jetzt besetzen und reparieren, damit ich einfach mir... Aber ja. Hm. Na gut. So, dann machen wir... Ah nee, warte mal. Kann ich... Nee, na gut. Ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache. Ist hier Einflugschneise oder was ist los? Gut. Dann zersäbelt das mal. Und dann gehen wir mal verkaufen. Das war jetzt alles schon sehr erfolgreich, muss ich sagen. War sehr erfolgreich. Ja, ich kann das alles nicht mitnehmen. Dann mache ich mir hier einen Marker und sammle das ein, wenn ich wieder... Also wenn ich verkauft habe. Gut. So. Auch eine neue Geschichte. Ich kann Hypersprung machen. Mit J. Oh, aber ich brauche erstmal die ganze Besatzung an Bord. Ich kann Hyperraumsprung machen. Da hatten wir gestern, letztes Mal, glaube ich, drüber geredet. Man braucht diese kleinen Hyperantriebe. Und dann kann man mit J die ganze Zeit entweder zu so einem Hypersprung-Relay oder Hypersprung-Bake sich jumpen lassen. Oder halt zu einer Station. Ich gehe mal zu der, weil die ist größer. So, jetzt lädt er hoch und dann spring. Geladen. Ist nicht besetzt, wa? Das ist nicht besetzt. Jetzt geht schon wieder los. Boah, das ist sehr viel angezeigt. Warte mal. Ihr könnt vielleicht das einfach vorübergehend machen. Was ist das Problem? Warum springst du nicht? Was ist das Problem? Warum springe ich nicht? Also normalerweise geht jetzt hier geladen hoch. Habe ich nicht genug HP? Hä? Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Da geht irgendwie keiner... Also muss da jemand rein? Machen sie nicht. Hm. Machen sie nicht. Okay, ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Aber ich würde sagen, ich das hier dann halt nicht. Wir fliegen dahin. Check ich mal privat. War merkwürdig. Warum ist der hier nicht an? Warum ist der denn nicht an? Hier passt schon wieder was nicht mit der Zuteilung. Der hat Energie. Dann müsste das doch jetzt einfach versorgt werden. Hm. Der hat ja auch Energie. Aber die Dudes versorgen doch... Also eigentlich funktioniert es so, das ist ein Maschinenraum. Und da wird Energie hingeschickt. Da sind zwei Operatoren hier gerade, Operator, die das organisieren. Und die bringen dann eigentlich die Energie, die hier drin ist, die hier hingebracht wurde, zu den Düsen. Aber ich verstehe nicht, warum sie... Rot. Bringt es doch hier rein. Hä? Oh, ich fahre gerade ganz nah dran. Das checke ich gerade nicht. Ach, ich glaube, die machen das nicht, weil ich die gerade nicht brauche seitlich. Was ist, wenn ich jetzt hier hin will?
bin tatsächlich. Oh Gott, die kommen ja alle! No, 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 no. Vor allem sind das alles so kleine Loser. Und der fliegt genau in mich rein. Ja, das war's. Okay, I guess wir kämpfen. Greift er mich an? Nö, der chillt. Okay. Was ist das denn für eins? Das ist ja auch krass. Es sind schon coole Designs dabei. Na, das nicht. Theoretisch könnte ich versuchen, die zu fighten, aber jetzt drehen die um. Okay. Vielleicht noch ein, zwei einen fetten Laser geben? Also, ich muss irgendwie checken, was jetzt das Problem ist. Mit den Düsen. Aber wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Es als Set. Oh, wait a minute. Die drehen ja hin und her. Ich könnte auch jetzt mal probieren, die zu fighten. Hm? Was meint ihr? Oh. Der will. Ist so gut. Den haben wir aus Versehen gelöscht. Komplett over. Wir machen mal manuelle Steuerung, das ist lustig. Aber jetzt bin ich so auf mich zentriert. Kann ich die Gegner angucken? Das ist jetzt schon wieder so. Ne, dann machen wir doch nicht manuelle Steuerung. Ich will mir das angucken. Alter, ich... Oh. Ich lasse sie einfach mal fighten. Ich glaube, da kommt tatsächlich nichts durch. Die sind alle so wack und schlecht. Guck dir das an. Chaos bricht aus. Den habe ich komplett zermerzt. Ja, geil. Ne, geh da mal hinterher. Der ist hinüber. Der noch nicht. Der ist hinüber. Der ist hinüber. Junge, Junge, Junge. Ich merz gerade die ganze Flotte aus. Das sind quasi so Schiffe, die hatten wir nicht mal als Gegner bei der letzten Folge hier, sondern das sind so Sachen, die kommen dann hier. Da merkt man schon den Unterschied beim Power-Level, ne? Also ich habe schon ein bisschen Progress gemacht. Wie die alle geflohen sind. Jo, das war's. Geil. Ja, krass. Meistens ist da so ein, zwei Leute dabei, die echt was auf dem Kasten haben. Dann ist es halt ultra eklig. Theoretisch könnte ich ja auch einmal markieren, dass hier ganz viel rumliegt noch. Das hole ich mir dann ab. So, dafür habe ich eigentlich ihn hier immer dabei, ne? Crucible. Hieß schon so. Kann ich eigentlich einen Cullen nennen oder so. Naja. So, das lief doch recht ordentlich alles. Es macht einfach so Bock. Also, vor allem der Grund, warum ich... Also, anders. Ich habe gestern Abend umgebaut auf so dieses Laserding. Hatte ich ja erzählt. Ich habe eigentlich mega viel Kanonen gehabt. War richtig heftig. Da war ich so, ich hatte 300.000 Ressourcen auf dem Konto und wusste nicht, wohin damit. Also, legit. Beziehungsweise, ich hätte einfach alles multiplizieren können. Aber ich habe dann gesagt, ich habe Bock auf was Neues. Ich will auch neue Waffen mal ausprobieren. Ich will alles mal ausprobiert haben. Aber ich hatte so viel Ressourcen, ich wusste nicht, wohin damit. Und dieses Problem, was ihr gerade seht hier, dass ich kaum Ressourcen habe und richtig händeln muss hier. Händeln? Händeln? Ich muss halt gut haushalten. Das ist jetzt tatsächlich daher, dass ich, ja, umgebaut habe. Und das hat sehr viel gekostet. Da muss ich jetzt erstmal wieder in Schuss kommen. Aber ihr seht, hier haben wir gut Ressourcen gesammelt. Die können wir alle verkaufen. Jawohl, sogar richtig viel Uran. Okay. Ja, das reicht mir erstmal. Dann kaufe ich jetzt richtig viel Personal. Hoppala, 24 Leute. Wobei ich jetzt noch mehr kaufen kann, weil gerade hier neues Cash reinkommt. Right, jawohl. Nochmal 8. So, und mehr kann ich jetzt... Doch, ich kann immer noch mehr anheuern. Junge, wie viele. Guck mal, hier erst kann ich nicht mehr anheuern, weil die wollen, dass ich mehr Ruhm habe. Krass. Und so hat man dann übrigens auch ein Sonnensystem
ist ein Sonnensystem, oder? Ist ja eine Sonne in der Mitte, oder? Was ist das? Und ein paar Planeten. Hier und da. Ja, wenn man, das hat man abgeschlossen, wenn Quests oder Gegner, die man besiegt, einen keinen Ruhm mehr geben. Weil die haben eine gewisse Stufe. Ja, ein gegnerisches Schiff hat eine Stufe. Und je nachdem, welche Stufe das hat, gibt einem das Ruhm oder halt nicht. Je nachdem, wie viel Ruhm man schon hat. Und irgendwann ist man halt in diesem Sonnensystem. Und klar, man könnte alles noch abfarmen und so. Bringt dann einem Ressourcen, aber mehr auch nicht. Alter, die wurden angegriffen. Und dann geht man eigentlich weiter. So, alle an Bord. Super. Dann würde ich jetzt tatsächlich... Warte mal, kann ich hier jetzt nicht... Nee, kein Hypersprung. Ich könnte hier einmal... Entweder ich baue hier alles ab, oder ich will den Hullbreaker in Schuss kriegen. Das mache ich mal. Weil wenn ich den als Begleitschiff die ganze Zeit dabei habe, tiltet mich mit den Düsen. Ich check's halt nicht. Also ich check's wirklich nicht. Eigentlich müsste das wunderbar gehen. Warum versorgen die Düse nicht? Ach, ich glaube, ich weiß wieso. Weil nur Düsen versorgt werden, die angrenzen beim Maschinenraum. Oder? Ist eine gute Frage. Weil dann müsste ich nämlich das so einstellen, dass der das auch versorgt. Dann wäre jetzt die Frage... Ja. Okay, krass. Na gut. Okay, das heißt Maschinenraum, ja, check. Ja, ich lerne auch noch sehr viel. Was haben wir hier für ein Signal? Was will er? Da ist ein Wrack! Warte mal, was ist das? Kleiner Schildgenerator? Ah, was sind seine Waffen? Ah, hier hinten. Oh, und hier ist auch ein Laser, okay. Genau, das kann auch passieren. Und hier ist ein Raketenwerfer. Also das ist jetzt sehr verlockend, weil ich kann jetzt einfach Crew hinschicken und das kaum reparieren. Also ich muss das kaum reparieren. Aber ich habe ein Problem mit Schiffen, die Raketenwerfer haben. Weil ich habe keinen Bock, mich die ganze Zeit um Beischiffe zu kümmern, dass die genug Raketen an Bord haben. Alternativ könnte man an Bord Raketenfabriken platzieren. Da ist aber der Platz nicht da und selbst dann muss man sich um Materialien kümmern. Also im Idealfall Beischiffe von einem. Aber es ist jetzt schon wirklich sehr verlockend. Wir können mal Folgendes machen. Wir können das abbauen, die wichtigen Teile. Die geben dann nämlich auch etwaige Ressourcen. Da sieht man zum Beispiel, dass die potenziell Diamanten geben können. Hier die Raketen- und Minenwerfer können Prozessor teilweise geben. Was haben wir noch? Schildgenerator, ein kleiner. Ja, Lagerhalle kann man auch immer mal aufmachen. Wer weiß, was die gelagert haben. Ist das ein Lager? Jawohl. So, und so eine große Düse gibt Tri-Stahl. Das ist auch gut. Hier ist noch eine Lagerhalle, kann man aufknacken. Raketen- und Minenwerfer. Cockpit gibt Prozessoren. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe heute irgendwie Aussetzer. Prozessoren. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, das ist ein großer. Nee, ein kleiner. Shit-Generator, okay. Gut, alles geplündert. Das ist noch ein Lager. Zack. Gut. Das reicht mir. Dann geht's jetzt weiter. Wobei theoretisch... Nee, wir bauen mal alles ab. Ich meine, solange ich Platz habe, bauen wir mal alles ab. Weil ich werde gleich auch viel Stahl gebrauchen. Man sieht ja auch schön, wie die Ressourcen hochgehen. Oh, Hyperspulen bringen natürlich auch viel. Ja, das ist ein bisschen doof, so wenn man halt so einen Bergbaulaser nicht an Bord hat, an seinem Hauptschiff. Man braucht halt lange, um die abzubauen. Ne? Aber gut. Ich gucke mir immer gern so Schiffe an. Junge, der hat mehr Raketenwerfer, als ich gepisst habe. Heftig. Na gut. Das wäre auch nochmal so ein Try. Oder, ne, also... Oh, was ist das? Zielgebiet? Von was denn? Oh, hier ist Kopfgeld. Man kann übrigens auch entdeckte Quests, wenn man sie so entdeckt, einfach machen. Und dann kann man die später, wenn man mal eine Station gefunden hat, die diese Quest eigentlich anbietet, kann man da direkt abgeben.
Okay, sollte ja eigentlich kein Problem sein. So, im One-on-One kommen wir eigentlich gegen alles an. Ich schalte den Laser an. Alter, sieht halt wirklich aus wie so ein... Als ob da ein Laserschwert auf einen zukommt, ne? Junge, Junge, Junge. Oh! Oh, was ist hier los? Ich glaube, das kommt daher, weil ich die hier... Mein Problem ist, ich würde gerne die Spuren ausschalten können. Weil ich sehe nichts mehr. Weißt du? Ich habe auf jeden Fall das Problem, dass hier nicht mit Energie genug versorgt wird. Könnte aber jetzt auch nur zum Starten Problem sein. So, was haben wir denn? Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, der hat auch ein Prisma. Aber ein weirdes. Der hat ultra viele Schildgeneratoren. Aber ansonsten hat er Raketenwerfer. Raketenwerfer sind das Schlimmste für mich. Nee. Okay. Also die Dinger muss ich kaputt machen. Nee, das ist schwerer Laserblast. Ach so, hier Disruptor muss ich wegmachen. Weil der macht EMP-mäßigen Schaden und löscht meine Schilde. Das heißt, ich versuche in die Seite reinzuknallen. Okay. Ich mache mal halbe Zeit. Das sieht gut aus. So, jetzt vielleicht auf den Schildgenerator. Ich muss halt eine Seite der Schildgeneratoren, glaube ich, wegmachen. Sonst kriege ich aufs Maul. Oh Gott. Ja. 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 Mach bitte sein. Ja. Baller da rein. Schön. Dann ist der Laserstrahl deutlich schwächer. Was ist da? Crewquartiere? Ja, weg. Vielleicht einmal komplett durchlasern. Trenn es ab. Ich habe ihn legit durchtrennt. Geil. Ja, dann versuch jetzt das Ding, glaube ich, zu holen. Warte mal, können wir jetzt nicht um ihn herum zirkeln? Weil der ist doch jetzt komplett manövrierunfähig, oder? Der ist doch manövrierunfähig. Guck mal, guck mal. Ist doch easy game jetzt. Jawohl. Okay. Wir aimen... Meinetwegen das jetzt? Ja, wir aimen jetzt einfach den großen Reaktorkern hier an. Ich meine, solange nur die Laser schießen, da reichen meine Schilder halt Masse. Okay, er hat immer noch... Das Ding muss ich kaputt machen, dann ist er wirklich manövrierunfähig. Dreh dich. Dreh dich. Es reicht. Es reicht. Mach jetzt die Düse da weg. Ah. Na komm. Voll drauf. Schön. Ja, schön. So, jetzt sind die Laser aus. So. Ich... Alter. Der fliegt komplett auseinander. Ich habe aber kassiert. Das war ein witziger Fight. Alter Schwede, ey. Man sieht hier vorne richtig, dass ich... wo schießt du? Warum haben die noch hier geschossen? Habe ich Crew verloren? Habe ich Crew verloren? Nö. Was ist hier vorne das Problem? Das muss ich nochmal checken. Guck mal, die sind alle in der Stube. Das ist einfach nur frech. Ja, hier vorne sind die nicht besetzt. Das ist das Problem. Ich denke die ganze Zeit, die sind besetzt. Wenn die besetzt sind, alles easy. Hm. Okay. Ja, muss ich mehr Crew kaufen, glaube ich. Oder mich da nochmal in Ruhe ransetzen. Aber wir können hier nochmals alles einsammeln. Den habe ich richtig zerflattert, ey.
Okay, dann staubsaugen wir hier alles. Easy. Ja, und ansonsten bin ich voll. Hier könnte ich auch nochmal hin. Da liegt ja noch echt viel Zeug rum. Okay. Dann jetzt Abfahrt. Oh, einer ist draußen. Shit. Na, komm rein. Den habe ich ja letzte Folge, habe ich schon gesagt, ne? Habe ich vergessen einen. So. Was? Oh, lasst mich in Ruhe, bitte. Der steht auf der Stelle. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schicken da Ressourcen rüber. Ressourcen übertragen. Der kriegt arsch viel Stahl. Und Spulen. Und Triestahl. Und Prozessoren. Uran. Das. Ah. Er hier. Genau. Gut. Hat nicht genug Platz, wa? Oder? Was war jetzt hier das Problem? So, da schicken wir mal alles rüber. Dann schicke ich dem Crew. Ich schicke dem nochmal 20. So, und jetzt können wir ja anfangen zu reparieren. Als erstes der Reaktor. So, jetzt ist er manövrierfähig. Dann haben wir hier noch einen Maschinen. Hier haben wir noch einen Reaktor. Der muss auch an. So. Okay. Ich repariere hier erstmal noch Sachen. Okay. Das sieht gut aus. Die Leute kommen an. Nicht genug Stahl. Okay, dann schicke ich nochmal richtig viel Stahl rein. Der hat ja jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich mehr... Oh, ich habe keinen Stahl mehr. Krass. Okay, aber ihr habt gesehen, ne, wie es funktioniert. Und der kann jetzt auch... Der müsste jetzt fliegen können. Ich muss nur die Energie anschalten, glaube ich. Nee, der hat zu viele... Genau. Aha. Der hat zu wenig Kommandopunkte. Das heißt, ich muss hier Sachen ausschalten. Wie ist es jetzt? 70 von 50. Dann, hoppala. Dann schalte ich das Ding aus. Das Ding. Die brauchen wir eh nicht. Die sind alle aus. Den können wir ausmachen. So, wie sieht es jetzt aus? 53 von 50. Dann machen wir einfach noch diese Düse hier aus. Perfekt. Jetzt kann der mir folgen. Das ist doch geil. Okay, dann parke ich den jetzt erstmal in Sicherheit. Ist witzig, dass genau daneben Pirat irgendwie rumgelungert ist. So, und der fliegt mir jetzt hinterher. Der ist zwar deutlich langsamer noch, aber ja, das wird arschwitzig. Also das ist so der nächste Step, glaube ich. Klar, das hier nochmal komplett durchoptimieren. Aber dann, also im One-on-One mache ich ja schon sehr viel weg. Ich meine, man könnte den Laser natürlich, man könnte das hier alles nochmal optimieren, dass man noch mehr Prismen hat, noch mehr Ionenstrahlen. Und dann ist wirklich ein Todesstern. Aber gerade habe ich das Gefühl, ich muss eher ein bisschen auf die Defense noch achten. Und Crew optimieren. Also hier vorne, guck mal, hier ist jetzt Crew, hä? Okay, da muss ich halt wirklich nochmal gucken. Aber ja, das ist so Feintuning. Ist jetzt auch so, weil ich das erst gestern gebaut habe und da läuft noch nicht alles richtig in der Logistik. Ne? So, der eiert hier ein bisschen hinterher. So gut es geht. Okay, Leute. Das war ein kleines Update zu Cosmoteer. Right? Cosmoteer. Ja, ja, ja. Ich war gerade am Überleben. Wie war der Name nochmal? Cosmoteer, ja. Ich verabschiede mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es ankommt. Ob das so in eurem Interesse ist. Wäre ich Daily Streamer, da wäre gerade Rambazammer. Ich würde das den ganzen Tag, jeden Tag streamen. Ach ja.
Na gut, man kann nicht alles haben, ne? Ich verabschiede mich. Tschüssi, bis zum nächsten Video.